So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute sind wir nicht in Dürm, sondern wir sind in... sind wir überhaupt? Keine Ahnung. Am Kreisel. Am Kreisel sind wir beim Autohaus Heisel am Kreisel. Und zwar, der Gerd hat uns eingeladen, um den neuen Yaris GR86, Yaris vor allem. Der Gerd hat uns eingeladen, um hier den neuen Toyota GR86 zu begutachten. Und zwar ist das hier ein Vorserienmodell von Gazoo Racing Europe. Und leider dürfen wir das Auto nicht fahren, weil es noch nicht öffentlich vorgestellt werden darf, sondern das macht Toyota in Europa selber. Danach können wir dann fahren und danach werden wir euch die Fahrvideos präsentieren. Aber in diesem Video heute machen wir nur ein paar Carporn-Aufnahmen und nutzen das Ganze zum Vergleichen. Wie ihr vielleicht wisst, kenne ich mich da ziemlich gut aus. Wir haben gefühlte 1000 GT86 und BRZ gemacht. Und deswegen gehen wir hier so ein bisschen auf die Details ein. Was wurde geändert? Vor allem im technischen Part, was wurde geändert? Die Optik ist klar. Also das sehen wir ja so schon von außen. Wir haben die ganze Frontpartie erneuert, haben die Schweller geändert, die Felgen. Oder gab es die Felgen auch beim GT86 so in dem Design? Nee. Ja, vielleicht bei den späten Modellen, könnte sein. Aber ja, ich würde sagen, der Henning macht jetzt ein paar Carporn-Aufnahmen. Den Carporn hauen wir jetzt rein und dann gehen wir zum technischen Teil über. Ja, so sieht er von außen aus. Jetzt gehen wir mal und gucken bei dem GT, ich bin mal beim GT86, beim GR86, wie es unter der Haube aussieht. Der Hebel ist schon mal gleich. Hat sich nichts geändert. Sesam, öffne dich. Komm her, Kollege. So sieht's aus. Naja, wie gewohnt, ne? Subaru Power. Wir haben hier keinen 2-Liter Boxer mehr, sondern in diesem Fall ein 2,4 Liter Boxer und haben mehr Leistung. Immer noch ein Saugmotor, also keine Aufladung. Vom Fahrdynamischen her ist es so, dass der Motor deutlich mehr Drehmoment hat und halt auch nach oben hin mehr Leistung. Und zwar, ich glaube, 235 PS. Ich muss gleich noch mal im Fahrzeugschein gucken. 235 PS statt 200 PS? 200? Wenn der GT86 die mal gehabt hat, das hilft schon. Und das ist halt wirklich durch den größeren Hubraum realisiert, 2,4 statt 2 Liter. Und was mir direkt auffällt ist, hier, der hat hier so einen Wasser-Wärmetauscher gekriegt. Die alten Motoren hatten keinen Ölkühler. Also die haben keinen Wärmetauscher gehabt, keinen Ölkühler. Und dann war halt das Hauptproblem, dass auf der Autobahn bei Vollgas oder langen Vollgasfahrten das Öl zu heiß geworden ist und dann halt Pleuellagerschäden hervorgerufen hat. Das haben sie jetzt hier schick gelöst. Haben hier einen Wasserwärmetauscher eingebaut, dass sie die Öltemperatur auf jeden Fall unten halten. Und ja, das fällt mir erstmal positiv auf. Die Ansaugbrücke ist ein bisschen anders geworden. Ich weiß nicht, ob sie nur vom Design anders ist oder von der Mechanik. Nee. Also erstmal ist die Oberfläche glatt, bei dem anderen ist sie halt so rau. Und die Konstruktion an sich ist etwas anders. Also die Wege sind anders. Aber ich würde sagen, dass das keinen großen Unterschied macht. Die Bauform an sich sieht sogar gleich aus. Und die Flanschproportionen am Zylinderkopf sehen auch gleich aus. Also was bei dem anderen, bei dem alten Motor echt krass war, war das Geräusch der Hochdruckpumpe und der Direkteinspritzdüsen. Und hier haben die komplett einen Schutz drauf gemacht, dass man halt die Geräusche von den Injektoren und von der Hochdruckpumpe nicht mehr so hört. Das ist komplett eingepackt hier. Dann klingt er wahrscheinlich nicht mehr so nach einer Nähmaschine, weil das war echt bei dem anderen Motor echt krass. Ansonsten rein optisch, der Ansaugweg ist ein bisschen anders geworden. Beim GT86 oder BRZ ist der hier halt 90 Grad, hier ist er nur 45 Grad.
Ob sich das positiv auswirkt, kann ich nicht sagen. Denke ich nicht, aber irgendwas muss man halt machen. Ne? Aber es könnte sein, dass die hier diesen Resonanzbehälter größer machen mussten wegen den Geräuschemissionen im Innenraum oder irgendwelchen Resonanzen. Und dadurch hat man hier halt Platz gewonnen. Ne? Ja, die meisten Sachen, behaupte ich jetzt einfach mal, kannst du vom GT86 hier einfach einbauen. Aber das ist alles glatt. Hier ist jetzt alles glatt. Beim GT86 zum Beispiel ist hier der ganze Deckel, sieht irgendwie ein bisschen hochwertiger aus, wenn es nicht so glatt ist. Das fällt mir noch auf. Nichts mehr. Da oben die Döme und so, das könnte alles hundertprozentig GT86 sein. Die Stirnwand ist ein bisschen anders hier in dem Klimateil. Die Leitungen sind anders. Oder zumindest die Anbindung. Das Getriebe sieht identisch aus. Es könnte natürlich sein, dass andere Gangsätze drin sind oder Gangräder. Das kann ich so nicht sehen. Ist der Hund da noch oben? Ich habe die Hunde mit. Die hängen gerade an der Leine hinten am Auto, an der Anhängerkupplung. Muss da oben warten. Werden schon keinen zerfleischen. So, Henning. Am liebsten würde ich das Ding ja jetzt auseinanderreißen und da so ein Turbo drauf bauen, ne? Und dann gucken, was da rauskommt. Platz haben sie noch gelassen. Platz haben sie noch, genau so. Also unser Turbo-Kit könnte so reinpassen. Problem beim Turbo-Kit ist wirklich, dass diesmal, dass das Auto halt Euro 6 WLTP hat und wir bei der Prüfung für die Abgasemissionen hier leider ganz andere Vorschriften haben. Und wir nicht sagen können, ob wir hierfür ein Turbo-Kit entwickeln und fertig bauen, weil wir nicht wissen, ob das lohnt. Ob das für die Stückzahl lohnt und wenn, dann wird es halt teuer. Also wenn ihr da Interesse habt, dann solltet ihr es drunter schreiben, wenn ihr Bock auf so ein Auto habt oder so, damit man abschätzen kann, kommen 10 Autos oder kommen 100 Autos, aber für so eine Kleinserie lohnt es halt nicht, was zu machen. Vielleicht machen wir dann einen Kompressor oder so. Das ist halt einfacher für die Abgasemissionen in dem Fall. Ja, nächster Punkt. Die Motorsteuerung ist anders geworden. Wir haben hier ein ganz anderes Motorsteuergerät. Das sitzt jetzt hier direkt hier oben dran. Ist ein Subaru und Denso. Also wird auch Denso Gen 3 sein, wie im Yaris GR. Dann geht es natürlich mit der Programmierung sofort neu los. Und da wird es erstmal schwierig. Ein Saugertuning ist sicherlich sofort machbar. Aber da muss ich gucken, inwieweit man das programmieren kann. Ne? Aber die ersten Autos kommen irgendwie im Juni, Juli, August. Dass wir vielleicht euch schon mal sofort eine Saugerabstimmung anbieten können, weil da geht garantiert noch mehr. Na komm Henning, lass mal rumgehen. Stoßstange vorne ist anders. Haben wir hier größere Lufteinlässe oder so? Ja, ist ähnlich wie beim GT86. Hier ist alles zu, in der Mitte ist halt ein Lufteinlass. Dahinter ist direkt der Klimakühler und es sieht identisch aus. Also vermutlich passen hier sogar die Kühler von dem GT86 rein. Die Ansteuerung ist anders, die Kühlerzarge ist anders. Die Lüfter werden jetzt hier pulsweitenmoduliert angesteuert und nicht mehr mit dem Relais. Also kann man die Kühlerlüfter jetzt hier Drehzahl unabhängig sogar. Beide haben ein eigenes Modul, also beide Lüfter kann man hier einzeln ansteuern. Das hat wahrscheinlich was mit der geänderten Motorsteuerung zu tun. Die alte hat es dann wahrscheinlich gar nicht unterstützt. Nee, hat es auf jeden Fall nicht unterstützt, weiß ich. Da gab es nämlich nur Grenzwerte für die Wassertemperaturregelung. Ja, haben wir so angedeutete Lufteinlässe. Ey, nee, die sind nicht angedeutet. Hier sind wirklich Lufteinlässe. Kikuk. Hier sind so Lufteinlässe. Begrenzungsleuchten, Bremsanlage ist identisch, also Bremssättel sind identisch, Bremsscheibendurchmesser ist auch identisch, Fahrwerkstoßdämpfer sieht auch alles identisch aus. Auch so, was ich von hier sehen kann, der Stabi und die Form vom Stabi und die Befestigung vorne ist auch alles identisch. Also ja, HKS oder so hat nicht umsonst alle Teile direkt für das Auto fertig gehabt, weil man kann sie halt vom GT86 hier scheinbar einfach reinstecken und dann abfahren. Spiegel sind anders geworden, also optisch ist er komplett geändert. Ne? Die ganze Heckpartie ist anders. Der Kofferraumknopf. Boah, guck mal hier. Bauen die einfach die Kamera da hinten irgendwie direkt. Konnten sie nicht verstecken. Ja, irgendwie nicht, ne? Kofferraum. Guck, ob die Bleche anders aussehen.
Ja, irgendwie Rückleuchten, Heckpartie, bisschen geändert. Sonst ganz cool. Gefällt mir gut. Von hinten sieht er richtig geil aus. Und wenn man so die Bilder von den Aftermarket-Teilen so mit ein bisschen Bodykit und tiefer und anderen Felgen sieht, dann sieht das Ding schon richtig cool aus. Einmal von innen. Das Lenkrad trägt jetzt das GR-Logo. Also was mir sofort auffällt, die Sitze sind geiler geworden. Irgendwie passen besser. Getriebe ist gleich. Schaltet immer noch so knackig wie vorher. Wir stellen den Bock mal an. Oh, guck mal hier. Neue Armaturenbrett. Neue Armaturentafel drin. Was kann man denn hier alles auswählen? Laptimer. Guck mal hier, so haben die Späten auch. Leistungsdiagramm. Und da sieht man, der Torque-Dip ist da geringer. Ja, es ist halt einfach nur eine drehzahlabhängige irgendwas Anzeige. Wassertemperatur. Haben wir Öltemperatur hier am Start? Ein G-Meter, guck mal, Bremse. Oh, hier Bremse und Gas. Da, jo, Öltemperaturanzeige, Volt, Reifendruckanzeige aus den RDKS-Sensoren. Und was mir persönlich gut gefällt, ist hier, guck mal, das sieht so ein bisschen, also jetzt nicht super hochwertig aus, aber es sieht auf jeden Fall aufgeräumter aus. Ne? Hier mit den dicken Knöpfen kann man ein bisschen besser drehen. Hier kann man drücken, da. Ja, ne? Fühlt sich auch echt alles ganz gut an, wenn man drauf drückt. Hier, das ist der wichtigste Knopf, der Track-Knopf. Also bei den alten war es immer so, dass sich da nur die Kennlinie vom Gaspedal verändert hat. Und bei den Automatikgetrieben halt die... Boah, guck dir das mal an. Wenn du eine Traktionskontrolle ausmachst, ändert sich hier das Display. Zack. Und da geht es erst ab 4000 los mit dem Drehzahlmesser. Wie geil ist das denn? Da wird er wach. Also niemals unter 4 fahren. Wenn wir es fahren dürfen und euch präsentieren dürfen, dann probieren wir es aus, ob die Kiste quer geht oder nicht. Ja, Musikanlage und so, da bin ich nicht der Typ für. Ich bin eher so technisch. Also Sitzposition ist halt wie beim GT86 auch. Für mich könnte das Lenkrad noch weiter nach hier hin, aber es passt echt gut. Hier so Nähte und so, es sieht schon cool aus. Gefällt mir gut, das Auto. Handbremse sitzt gut zum Driften. Getriebe ist gut. Immer noch. Kupplung fühlt sich gut an. Also eigentlich könnte ich los damit. Aber wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht fahren. Ja, ne, im Groben und Ganzen bin ich echt gespannt. Also wenn der Motor... Ich bin jetzt hier hoch und runter aus der Halle gefahren vom Gerd und der hat halt deutlich mehr Drehmoment, das merkt man schon. Was halt wirklich so letzte Rille rauskommt, kann ich euch nicht sagen, aber es ist definitiv mehr Power und ich glaube, das ist der richtige Weg. Jetzt müssen wir das noch aufladen und dann hat er 350 PS und dann wird alles gut. Na, guck mal, da fährt er, ein GT86 vom Hof hier. Eigentlich cool, ne, die Dinger. Gefallen mir immer noch sehr gut. Ja, das zum GR86. Feierabend, kurzes Video heute. Ein paar Impressionen vom Toyota GTR 86. Ich komme schon komplett durcheinander. Du machst den dann zum GTR. Toyota GR 86 hier beim Autohaus Heisel am Kreisel im schönen Saarland. Sind wir im Saarland, ja, ne? Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns irgendwann in den nächsten Monaten mit einem Fahrvideo vom GR 86. Ich würde sagen, vorbei. Aus die Maus. Tschüss.